Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks Live mit Motality. Heute geht es weiter mit den Schweden auf Stufe 9 mit dem Emil, dem schweren Panzer, Teil 2. Der Emil 2 ist genau das gleiche eigentlich wie sein Pendant auf Stufe 8. Wir haben einen relativ harten Turm, ne, 215 mm stark angeschrägt. Wir haben sehr viel Gun Depression, kriegen die Kanone also 12 Grad nach unten. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr viel. Und so können wir sehr gut an Hügeln kämpfen. Wir haben natürlich auch Weak Spots oben auf dem Turm. Diese sind aber relativ schwierig zu treffen. Ab und zu kommt halt trotzdem mal was durch, also Vorsicht. Und an der Seite und an der Wanne sind wir natürlich extrem anfällig für gegnerische Granaten. Auch das Ammo Rack, also unser Munitionsbunker im Panzer hier im Turm, ist sehr leicht zu beschädigen, also Vorsicht. Und wir haben eine sehr, sehr große 12 cm Kanone mit 4 Granaten im Magazin. Alle 3,3 Sekunden können wir eine Granate raushauen. Und insgesamt brauchen wir dann 40 Sekunden, um diese wieder nachzuladen. Wir haben 252 Durchschlag, was relativ viel ist, und machen pro Granate 400 Schaden. Also 1600 potenzieller Schaden, wenn die Kanone nicht so abgrundtief unpräzise wäre. 0,38 klingt nicht nach viel, aber mindestens einer von den vier Schüssen wird sonst wohin fliegen. Vorsicht. 2,8 Sekunden Zielerfassung ist noch okay. Er ist nicht der schnellste, ne? Wir haben eine Motorleistung von 520 PS, das ist echt nicht so dolle. 56 km/h Höchstgeschwindigkeit klingt nach viel, aber es braucht ewig, bis er da ist. Ja, von der Tarnung her sind wir ganz okay, im guten Bereich, Sichtweite ist ebenfalls okay. Insgesamt ein sehr guter Supportpanzer, aber nichts für die erste Front, außer es ist hinter einem Hügel. Gut, wir springen mal ins Gefecht, viel Spaß. So, da sind wir auch schon in einem 10er Gefecht, zusammen mit Nubia und Kitty. Hu. So. Nubia, hast du mittlerweile schon die große Kanone? Ja. Juhu. Aber und den Rest noch nicht. Ja, Kitty ist auch Stock, deswegen werden wir uns jetzt gleich mal überholen. Wir haben uns jetzt kurz mal gegen den Hügel entschieden, weil... Oh shit, schon offen. Weil wir hätten noch nicht nachgeladen, ehe wir da hätten überhaupt auf uns schießen können. Deswegen über die 1, vielleicht haben wir da eine bessere Chance. Denn unsere Leute haben sich den Hügel geholt. Oh, wir zeigen gerade zu viel Wanne. Und werden auch gleich mit einem Schuss belohnt. Na, vielen Dank auch. Ja, mit einem zweiten Schuss, weil da irgendwo noch ein Skorpion steht. Ah. Ja, der steht hier vorne an der Ecke dran. Ja. Naja, gut. Ihr seht schon, der Emil 2 ist nicht der schnellste. Was ein ernsthaftes Problem teilweise ist, weil er wirklich sehr, sehr weich ist. Zumindest auf der Wanne. Ich sehe halt nichts, ne? Und wenn wir irgendwo offen erwischt werden, wo sie auf unsere Wanne schießen könnten, gute Nacht, Emil. So, jetzt sind wir aber hier in einer guten Position. Von hier aus kann man ganz gut arbeiten. So, einzielen, immer sichere Schüsse bei Panzern mit Magazin. Wir wollen keinen Schuss vermasseln. Einen Schuss habe ich noch. So, die ersten vier Schuss wurden untergebracht. Auch wenn wir schon zwei Schüsse kassiert haben, sind wir jetzt wieder im positiven Bereich. So, und jetzt werden wir hier nach und nach uns Stückchen für Stückchen von der Insel holen und dann von der Karte. 20 Sekunden noch, dann kann ich hier wieder schießen. Und der Skorpion versucht ja gerade wieder in den Hügel hochzukommen. Ich sehe es gerade, ja. Viel Glück, Skorpion. 10 Sekunden noch, dann kann ich wieder schießen. Muss aufpassen, dass ich hinten vom AMX nicht kriege. Oh, das ist der 4. Ah ne, der kann nicht schießen. Skorpion kriege ich nicht. Oder? Wenn er jetzt wieder runterfährt. Ich habe halt die ganze Zeit so einen Schweden vor der Nase. Ein Schweden? Ja. Nein! Oh, das meine ich mit unpräzise. Ärgerlich. Zwei Schuss noch. Ich lade nochmal nach. Die Maus da hinten ist irgendwie so... Die sucht einen Gegner, aber ich finde keinen. Ja, ich würde mich der Maus auch nicht stellen wollen. Boah, Emi, was machst du hier? Gut. Muhensteine.
So, da vorne haben wir einen E4. Der kann uns aber im Moment überhaupt nichts. Deswegen mal ran an den Speck. Wir holen uns den Skolder, die Maus und die Tortoise. Oben besteht ein Amix, ne? Ja, genau der. Ja. Ah, der haut auch ab, okay. Der fährt runter. Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Warum? Warum tut ihr das? Vielleicht wollte er fliehen. Na, jetzt stirbt er. Nein, abgeprallt. Oh. Ja, wenn man nicht komplett eingezielt ist, ne? Der doofe Brit ist ja da und regelt. Genau der. Ja, Autoloader mit einem Autoloader rausknipsen, das ist ein Hobby von mir. Ich mag das. So, jetzt bin ich allerdings wieder im Nachladen. Wir haben aber unsere zwei Magazine untergebracht. Das ist so immer das Minimum. Zwei Magazine pro einem Autoloader sollte man auch in jedem Standardgefecht unterbringen. Alles danach ist Bonus. Und bis jetzt sieht es ganz gut aus, dass wir uns hier nicht zum Griebsch machen. Außer der E4 trifft uns, dann ist vorbei. Dann haben wir nur noch 200 Hitpoints und so ein One-Shot für die Maus. Aber der E4 hat gerade Langeweile, okay. Ne, der hat gerade unseren TVP rausgeknispelt. Ja, so. Mit Langeweile meine ich Reload. Achso. Deswegen ab ran an die Maus. Und eine Maus braucht keine Deckung, ne? Machen wir eben die Deckung weg. Hey Maus. Oh. Oh. Nein! Hat er noch liebliche Tiere mitgenommen. Wie gemein. So, und das, obwohl wir am Anfang wirklich zu langsam waren. Ich hätte nicht gedacht, dass der so langsam ist, dass der da noch vom... Naja, egal. Man muss alles mal testen, damit man weiß, wohin man kommt und wo man dann wirklich tatsächlich am Anfang hier abkriegt. Und oh, guckt euch das an hier, der M41GF, der hatte da oben seinen Spaß mit 3616 Schaden. Oh, je, je. Wir haben 3153 Schaden gemacht, für einen Tier 9er ist das okay. Mit 27.000 Credits kommen wir auch wieder aus dem Gefecht raus. Und ja, insgesamt ist es ein schöner Panzer. Bin echt gespannt auf den Kranwagen und wir hängen nochmal eine Runde dran. Weiter geht's, mit unserem schwedischen Ungetüm. Mein Gott, schwierig hier durchzukommen, der Verkehr ist wieder gnadenlos. Und wir werden hier versuchen, den ein bisschen defensiv zu spielen. Das ist ein defensives Supportfahrzeug. Der ist hinter Hügeln hervorragend dazu geeignet, um Gegner fernzuhalten fürs Angreifen. Also der Push nach vorne, dafür ist er ein Tick zu langsam, wie ich finde. Da ist der nicht sonderlich gut. Der frisst ziemlich viel, haben wir gerade eben gesehen, wenn man sich falsch positioniert oder einfach eine Position einnehmen will, für die der gar nicht geeignet ist. Aber gut. Oh, die Badger hat schon mal einen gefangen. Das ist gut. Deshalb immer schön ein bisschen zurückbleiben, gucken, was der Rest des Teams macht und dann damit arbeiten. Der Bulldog schießt nicht. Ja, der kann das. Solange er frisst, ist alles gut. Jetzt, so viel dazu. Mit Defensiv. Unser ganzes Team bleibt hinten stehen. Deswegen nichts wie ran hier vorne an die Wand. Ich hast du nicht gut genug definiert, wer defensiv sein soll. Das ist halt immer ein Problem, ne? Wenn die unsere Wanne sehen oder unsere Flanke, ist ganz schnell vorbei. Deswegen müssen wir echt aufpassen. Gerade im 10er Bereich hier. Der N100 ist unten. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. So, was macht Anschluss? Der WT hier? Was ist denn hier los? Krieg ich mal einen Schuss drauf? Nein. Oh, ich sehe den Typ 61 nicht mehr. Bist du ihn? Ja, bei dem WT. Aber der Type kommt, glaube ich, jetzt raus. Ja. Double Kill. Sehr schön. Ja, das ist halt das Schöne, ne? An einem Magazin. Man kann da auch getrost mal... Aua! Der Fokar steht hier, der Heavy. Ich bin erstmal im Reload. Okay. Das ist mir zu gefährlich da. Ich zeig einfach zu viel Seite. Ich weiß nicht, was da von links noch kommt. Und der GF schießt... Was sind jetzt drei? Ein Fokar. Wo hat denn der mir durchgeschossen? Untere Wanne? Wie gesagt, der schießt, ne? Ah ja, der kommt durch. Der 59 Patton steht auch gerade zu. Aha, okay. Also haben wir drei jetzt gegenüber. Den IS-3, der irgendwo links von uns ist. Ja, ich schätze mal, der steht hier im Stein, wird irgendwann hier rumfahren. Gut, rechts von uns werden auch nochmal zwei.
Ja, das ist der IS-3. 7 Sekunden noch, dann kann ich wieder was machen. Kitty ist rechts rausgenommen von oben. Oh, ist das gemein. Wir müssen hier, glaube ich, mal ein bisschen was machen. Aber wir bräuchten hier hin mal Licht. Kommst du da irgendwie hoch? Ja, ich arbeite dran. Ich gehe hoch auf den Hügel. Hm. Oh, bin offen. Das ist jetzt gar nicht gut. Oh. Ich glaube, das ist der Bulldog. 5916. Wow, VK. Bin aber gleich oben. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass die Badgets mich da nicht rausholen. Ich hoffe, die haben nicht mehr so viele Hitpoints. Na, scheiße. Der hat ja noch 1000 Hitpoints. Ah, wird aber beschossen. Sehr gut. Da hat jemand aufgepasst. Der ist 30 jetzt wieder hier. Moment, ich bin gerade mitten im Kampf. Ja, das ist die Zeit. Au. Einen Schuss habe ich noch. Ja, jetzt ist da unten immer so eine 3, das gefällt mir überhaupt nicht. Gut, dass hier keine Artillerie drin ist. Zu weit vor darf ich auch nicht. Und tschüss! Okay. Reload. Der Berg gehört mir. Die Bergsteiger hat erfolgreich. Oh ne, der M103 sieht so aus, als ob er wieder zurückfährt, ne? Ja, der fährt, glaube ich, zurück. Ja, der will hier auch nicht sein. Das ist zu gefährlich für ihn. 20 Sekunden kann ich auch von hier oben was machen. Auf den IS-3 zum Beispiel. 15 Sekunden. Nur wo ist der 59 Petten? Den habe ich noch nicht gesehen. Der steht aber auch da irgendwo. Der steht da irgendwo. Da irgendwo die Drehe. Oder so. Auch am Aufgang beim VK, das kann auch sein. Aber dann im Busch. Ja, aber auf den VK würde ich nicht sagen. Grille oben auf dem Hügel. Auf welchem Hügel? Da hinten? Geradezu, für genau der. Das ist jetzt ein Problem. Das heißt, ich kann hier gar nichts machen. Schießt sie dir durch den Turm? Ja. Eine Grille schießt mir durch, wo sie will. Ja, ich musste erstmal weg vor dem 5916, der gerade eben auch noch schießen konnte. Bist du safe zum M103? Ja, bin safe. Da ist der Patton. Wenn der M103 vorkommt, kriege ich ihn. Kümmere dich nur um den 59. Ich guck gerade, auf den komme ich gar nicht. Ich habe gerade auch zum M103 geguckt. Gut, dann wollen wir uns den holen. Ich habe noch 3 Schuss, aber keine HP mehr. Ja, ich fahr vor, einen kriege ich noch. Oh, warte mal, der hat einen Turm seitlich. Na, ja, jetzt nimm mal. Warte, ich schleich mich mal ran. Oh, ich glaube, bis du da bist, ist der tot. Yep. Nee, der ist noch da. Ah, shit. Aber der VK ist raus, das ist auch gut. Ja. So. Ninja-Bergziege. Aus Schweden. War nichts so weit. Ich habe noch Berg hier vor meiner Nase. Okay. Ich fahre hier geradeaus weiter. Ja, ich nicht. Das wird zu gefährlich da. Nee, ich bin auch für die Grille One-Shot, aber... Oh, da kommt Iso. 30 Sekunden noch. Ich bleib erstmal kurz hinten. Die schießen jetzt eh alle Gold. Also Vorsicht. Oh, schade. Jetzt kreuzt sie da rüber und ich kann nicht drauf schießen. Die leiden eines Autoloaders. Ja, 10 Sekunden noch. Ah ja, hat sich erledigt. So, 59-16. Mal sehen, ob wir den aufkriegen. Ich bin hier jetzt an der Kante. Weiter möchte ich eigentlich gerade nicht. Theoretisch hättest du ganz außen lang fahren können. Was denn für ein 59-16? Von wem redest du denn eigentlich die ganze Zeit? 59 Petten. Ja, 59-16, 59 Petten ist für mich alles das Gleiche. Es ist nur 59 drin. Also wenn da 59-16 wäre, gegen den würde ich lieber. Ja, ich glaube auch. Na, weißt ja, ich hab's nicht so mit Namen. So, aber ich kenne noch einen Kill. So, wenn er nochmal aufgeht, kann ich 4 Schuss garantieren.
die ich abdrücke, ob sie Wir treffen. müssen auch irgendwo noch eine E4 in die Grille stehen, ne? Ja, die Grille ist definitiv da oben, der E4 ist, glaube ich, unten. Der hat zumindest noch nicht auf mich schießen können. Okay. Aus dem Petten. Bin drauf. Nein, daneben, jetzt fährt er genau 16. da. Fährt er genau los. Ich bin an der Seite abgeprallt. Ich nicht. Oh, jetzt hat sie mir den Kill gemobst. Hä? Gott ist deine Chance. Dreimal sogar, ja. Achso, du lädst gerade schon wieder nach? Ja. Ach, und dann klaue ich dir den Kill, wenn du schon wieder am Nachladen bist, oder was? Naja, ich habe 3 Schuss drauf abgegeben. Einer ist abgeprallt und 2. Oh. Jetzt wäre die Grille da. Jetzt wäre es toll, wenn ich jetzt noch einen Schuss hätte. Naja, aber dafür ist er tot. Wo ist der E4? Okay. Wahrscheinlich in der Basis, ne? Manchmal bin ich echt ein sehr, sehr schlechter Autoloader vom Timing her. Oh, steht ganz unten. Du, was macht der denn da? Tja, vielleicht war er in seinem vorigen Leben eine Artillerie, ich weiß es nicht. Weil das ist so die Artillerie-Position gewesen. Platz da! Bin noch ein Kill. Oh, ich bin zu langsam. Der Schrittzwang ist schneller, der FV ist schneller. Wie die Geier. Meins, meins, meins. Meins, meins, genau. Ich springe ihm auch ins Gesicht, damit habe ich kein Problem. Hauptsache, ich krieg den Kill. Aber ich glaube nicht, wenn du auf ihn springst, glaube ich nicht, und der schießt dass HE. Er tot ist. Meins, meins, meins. Ah. Sterb nicht dabei. Ah, Gun Depression, Gun Elevation. Oh, der Gegner hat mit HE sich selbst gekillt. Schade. Das wäre mein 6. Kill gewesen. Ah. Oh. Ich bin an seinem Dach abgeprallt. Ja, ist nicht der präziseste, unser kleiner E-Mail 2, aber macht Spaß. Und ich kann euch nur mal empfehlen, einfach mal in die Reihe reinzuschnuppern. Und ich bin echt gespannt, was der Kranwagen so macht. Wir haben 2318 Schaden, war jetzt nicht die Welt, aber war ein lustiges Gefecht. Und 7000 Credits können wir mit nach Hause nehmen. Ja, der gute E-Mail 2, wir werden den vermissen, denn ich bin fast beim Kranwagen. Den gibt es noch ein paar Mal im Stream zu sehen. Und dann geht's weiter mit dem Tier 10er. Freue ich mich drauf. Macht's gut, bis bald, Almo. Tschüss. Hüter der Herde, Mai 2017, ist der liebe Sharkton. Sharkton ist der erste Hüter der Herde. Vielen, 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 vielen Dank, lieber Sharkton. Und da sind natürlich noch ein paar Plätze frei. Ihr könnt auch den Mu unterstützen unter tipi.com/motility. Vielen, vielen, vielen Dank an die Herde für euren tollen Support. Ich hab euch echt lieb. Dankeschön.